Jo, moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu American Truck Simulator. Wir wollen heute gleich wieder flott weitermachen, denn wir haben nämlich ordentlich was vor. Wir müssen heute Speiseeis von Reading nach Ehrenberg bringen, genau, richtig. Nicht ganz so lang der Trip wie einige unserer Top-Trips so vor 2-3 Wochen, aber immer noch ordentlich was zu schaffen. Und für alle, die der Meinung sind, Let's Plays, das ist ja ein lockeres Hobby, da kann man ja eigentlich, im Grunde genommen, da kann ja nichts passieren. Ja, Pustekuchen. Ich hatte eben mein Lenkrad noch nicht eingesteckt. Und, Oh, was haben wir da? Ian, 1102 Dollar. Sehr schön. Richtig, wir wollten noch mal gucken, ne? Das haben wir beim letzten Mal nämlich gar nicht mehr gemacht. Wir wollten mal kurz in den Firmenmanager schauen. Und den Fahrermanager uns angucken. Wir haben Ian und Stella. Die sind beide noch... Ups, das war... mit ihrer jeweiligen Level-Up-Geschichte beschäftigt. Okay, 754 Meilen, 19 Stunden 43 Fahrzeit, Ankunft morgen 23 Uhr. Ja, alles klar, so schaut's aus. Ja, wer der Meinung ist, Let's Plays sind ja eine vollkommen ungefährliche Sache, das kann ich verneiden, denn ich hatte eben schon einen Recording-Versuch gestartet und habe dabei festgestellt, ja, Mist, das Lenkrad war nicht eingesteckt. Das habe ich kurz nachgeholt und hing dabei mit dem Kabel meines Headsets über dem Lenkrad und das war der Meinung, meine Güte, drehen wir das Kabel doch mal eine Runde mit ein. Nicht so lustig. Es hat noch nicht gewirkt, aber wir waren kurz davor. Darauf erstmal ein Schlückchen hier. Ja, heute ist sogar schon Samstag. Nicht der übliche Freitag, aber auch am Samstag gibt's im Hause Browser XL dann auch Mate. Der Lütte hatte gestern eine Übernachtungsparty in der Krippe und deswegen war ich nicht am Aufnehmen, weil die Herren des Hauses und ich haben uns dann einen gemütlichen Abend gemacht. Upsala. Und zwar waren wir schön bei Jim Vlog und haben uns dann die ersten drei Folgen Arrow angeguckt. Falls ihr euch also fragen solltet, was tun Eltern, wenn der Nachwuchs mal aus dem Haus ist, jetzt wisst ihr es. Absolut hochgradig unspannend. Einfach mal die Füße hochlegen und fünfe gerade sein lassen. So sieht's nämlich aus. Ach ja. So, wir fahren jetzt noch... Ach, es wird hell. Das ist natürlich schön. Das heißt, wir werden die Mehrheit der Folge bei Licht fahren. Das finde ich schon schön. Und wir werden die Mehrheit der Zeit durch Kalifornien fahren. Okay, das... Naja, gut, okay. 55 Meilen, wenn man die halt eben gerade durchziehen kann, dann ist das sicherlich auch nicht verkehrt. Ja, es gab doch so einige Themen, die ich mir wieder aufgeschrieben habe. Eins im Grunde genommen, das so alt ist wie der Wald, aber momentan gerade halt eben wieder hochkommt, in Bezug auf die jüngsten Amok-Serien, die wir hier zu erdulden hatten. Nämlich die Killerspieldebatte. Jawohl, das Thema ist wieder da und auf geht's, packen wir die Boxhandschuhe aus und los geht's. Nee, gar nicht mal. Ja, wo starte ich da am besten? Ich meine, meine Güte, ich bin selber Gamer. Bin Gamer seit 1989. Seit 1989. Obwohl, dann eigentlich Gamer bin ich länger. Seit 1989 bin ich Besitzer eigener Hardware. So rum ist das richtig. Und... Oh, Manometer. Ziehen wir mal rüber hier. Komm schon, Junge, mach. Gibt's ja nicht. Ah, so, wo sind wir eigentlich mit Sprit?
Ja, wir müssen sowieso runter. Wir müssen wiegen. Na gut. Ja, bin seit 1989 Gamer, oder besser gesagt, eigenverantwortlicher Gamer davor, unter Aufsicht sozusagen. Und wenn ich mal so überlege, was ich alles an Menschen, außerirdischen Flugzeugen und sonstigen Fahrzeugen in dieser Zeit vernichtet habe, müsste ich eigentlich im Rahmen der üblichen Debatte eigentlich schon in die Klapse. Andererseits gibt es halt eben Leute, die der Meinung sind, die Politiker haben eh schon längst die Bodenhaftung verloren und aufgrund von symbolpolitischen Maßnahmen greift man hier mal dann wieder entsprechend zur Keule. Die haben ja überhaupt keine Ahnung. Das sind so die üblichen Positionen, denn es ist ja viel, viel spannender, übereinander zu reden, als vielleicht mal miteinander. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, mir ist auch kein wirklicher Versuch bekannt, wo man das mal wirklich ernsthaft versucht hat. Ich weiß, es gab mal so eine Art Roadshow, wo man ein paar Abgeordneten gewissermaßen ein paar PCs vor die Nase gestellt hat und die dann halt eben mal hat Counter-Strike spielen lassen. Und im Endeffekt hat das zu nichts geführt. Das muss man halt eben auch dazu sagen. So, und ich frag mich halt eben, wie könnte man das wirklich verbessern? Weil einer Sache darf man halt an dieser Stelle eben nicht vergessen. Beide Positionen sind irgendwo legitim. Die Mehrheit der Gamer hat noch nie in ihrem Leben irgendeiner Fliege was zuleide getan. Da möchte ich den Postillon zitieren, dass Entwarnung gegeben werden kann, weil die Mehrheit der Gamer viel zu fett ist für einen Amoklauf. Trifft auch auf mich zu, aber egal. Aber da mal Spaß beiseite. Also die Mehrheit der Spieler ist sicherlich absolut verhaltensunauffällig, was das angeht. Außer vielleicht, wenn man mal davon absieht, dass ein gewisser plumper, aggressiver Ton trotz alledem da vorhanden ist. Aber ich möchte mal behaupten, den gibt's auf dem Fußballfeld genauso. Nämlich immer dann, wenn es um irgendwelche blödsinnigen Wettkämpfe geht. Darum halte ich mich ja aus so einem Quatsch auch großenteils raus. Das ist halt eben so und wird meiner Meinung nach auch nicht besser so in den letzten Jahren. Ganz im Gegenteil, da zeigt sich dann doch auch immer wieder, dass hier da besteht im Grunde genommen erstmal ein genereller Bedarf wieder dafür, ein bisschen Manieren anzuwenden. Ganz generell, da geht's um gar nicht mehr. Da geht's eigentlich erstmal in erster Linie nur darum, dass die Leute sich vielleicht mal wieder darauf zurückbesinnen, dass sie vielleicht mal eigentlich nur eine ganz einfache Regel befolgen müssen, nämlich einfach mal darüber nachzudenken, wie will ich von anderen wahrgenommen werden, wie will ich von anderen behandelt werden. Und schon überlegt man sich vielleicht auch so, ist die Art und Weise, wie ich mit diesen Leuten umgegangen bin, denn überhaupt die richtige? Und dann ist die Sache auf einmal schon quasi geritzt, weil, niemand wird gerne angepöbelt, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich fahre mir aber auch einen Stiefel zurecht. Aber hier so schön unter den Brücken durch. Komm mal hier, den nehmen wir noch mit. Ja. Nee, so rum wollte ich nicht. Okay, alles klar. Nur ist gut. Ich dachte mal, ich zeig mal wieder so ein bisschen was. Aber... Nein, also das muss man halt eben mal ganz im Ernst sagen, da ist meiner Meinung nach, glaube ich, die Mehrheit der Gamer absolut verhaltensunauffällig. Und ich glaube auch nicht, das sage ich ganz ehrlich, dass alleine durch das Spielen von Counter-Strike oder Konsorten, das ja dort wieder gerne dann als Beispiel genommen wird, wahrscheinlich einfach nur deswegen, weil die Täter nur Counter-Strike gespielt haben und eben nicht World of Warcraft, sonst wäre das auch wahrscheinlich wieder mit in der Diskussion gewesen. Und ich glaube, alleine dadurch wird man einfach nicht zum Amokläufer. Da habe ich echt meine Probleme mit, weil meiner Meinung nach ist das Ganze, ich bin jetzt sicherlich kein Experte, das muss man auch dazu sagen, aber ich bin schon fest der Überzeugung, dass eine monokausale Erklärung zu so einem komplexen Sachverhalt ähnlich ist wie der Versuch der AfD Wirtschaftspolitik zu machen, nämlich vollkommen für einen Eimer. Ich bin absolut der Meinung, dass es hier
bei so etwas Komplexem wie der menschlichen Psyche nicht so einfach sein kann. Das wäre, ja, wie gesagt, das wäre populistisch. Es ist populistisch. Und das macht sich gut in Zeitungen und damit kann man sich vielleicht auch dann bei den Hardlinern Wiederwahlen sichern. Das will ich auch gar nicht anders sagen. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mit dem übereinstimmen muss. Und dann sehe ich halt eben auch noch einfach schlicht und ergreifend die Tatsache, dass das hier einfach auch Leute am Werk sind, die von der Materie natürlich auch nicht unbedingt die Ahnung haben. Upsala, vielleicht sollte ich nochmal wieder aufs Gas treten. Von der Ahnung haben. Ich weiß nicht, wir haben jetzt knapp 700 Leute, die da im Bundestag sitzen, inklusive aller Beteiligten, die da halt eben noch Zusatzaufgaben übernehmen, möchte ich mal behaupten. Und ich möchte mal sagen, dass wenn es hochkommt, sind vielleicht 20% Gamer. Eher weniger. So, und die sitzen, würde ich mal behaupten, in erster Linie auf den Hinterbänken. So, und wenn man halt eben auf dieser Argumentationsschiene mal weitermacht und sich dann halt eben auch mal wieder andere typische digitale Themen anguckt, da sind diese Leute einfach komplett verloren. Und sie sind sich anscheinend ja, zu fein, oder vielleicht haben sie Angst vorm eigenen Ruf, ich weiß es nicht, sich dort Berater zu holen, die mit der entsprechenden Neutralität, und damit meine ich eben nun gerade nicht den Counter-Strike-Clan von Berlin-Neukölln, sich da auch mal wirklich Leute zu holen, die ihn neutral und sachlich diese Sache auseinandersetzen können. Weil, wenn man jetzt mal dieser Argumentation folgt, dann muss ja Südkorea das Land mit den meisten Amokläufen der Welt sein. Die haben dort E-Sport im Fernsehen zur Primetime. Zur Primetime. Also ich hatte mal eine Zeit lang einen koreanischen Pay-TV-Sender, der hieß Arirang, für alle diejenigen, die sich den mal anschauen wollen. Ich glaube, da gibt es auch eine ziemlich gute Webpräsenz dazu. Man kann sich da auch einiges angucken. Da gab es regelmäßig E-Sports und das in den verschiedensten Varianten mit Warcraft 3, Counter-Strike habe ich dort gesehen, und dann aber auch so Sachen wie Go und Konsorten. Also da gab es eine ganze Menge und die betreiben das ja halt eben auch tatsächlich bis zum Exzess. Da werden ja richtige Trainingscamps eingerichtet und all solche Sachen. Da gibt es E-Sport-Internate mittlerweile. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, warum sind das nicht alles Selbstmörder? So, also da muss man vielleicht auch mal ein bisschen darüber nachdenken. Ich meine, mittlerweile gibt es eigentlich den Konsens darüber, dass alle möglichen Straftaten und sonst was irgendwie meistens durch sozialisierende Umstände des Umfeldes beziehungsweise in der Erziehung im Hause dort schon entsprechend falsch angelegt werden. Ich glaube, das ist auch bei E-Sports kein Stück anders ist. Und das ist halt eben dann schon der Punkt, wo ich dann halt eben auch wieder sagen muss, warum, weil das Thema halt eben populistisch praktisch ist, muss es denn so sein, dass man da dann halt eben wieder drauf rumkloppt? Das bringt es doch auch nicht. Ganz im Gegenteil, wenn die Leute wieder einkommen, das ist schön, nochmal 1700 Stella, Baby. Ich könnte dich knutschen, wenn du nicht gerade sonst so wärst. Gut gemacht. Sehr, sehr hübsch. Ja, damit ist die Kreditrate auch zumindest schon mal zur Hälfte gedeckelt und das, was wir denn da halt dementsprechend noch haben, das reicht dann dicke. Naja, auf jeden Fall ist die Sache, wie ich finde, so ein bisschen scheinheilig, weil eine Sache sollte man nicht vergessen. Die Gruppe derer, die diese Spiele spielt, wird immer größer, zwangsläufig. Und der Nachwuchs, beziehungsweise dann auch der wahrscheinlich Hauptkörper, nenne ich das Ganze jetzt mal, wird in nicht allzu langer Zeit im wahlfähigen Alter sein. So, da sollte man mal drüber nachdenken. Wenn dann halt eben auf einmal die AfD sagt, yo, Killerspiele, kein Problem, macht doch, was ihr wollt. Ne? Ihr seht das Problem. Ja, das ist halt eben durchaus, wie ich finde, da sollte man mal drüber nachdenken. Wie gesagt, eine monokausale Erklärung kann hier nicht funktionieren. Mal abgesehen davon, dass man halt eben genug andere Dinge gefunden hat, die halt eben
mit dieser ganzen Geschichte halt eben dann noch zusammengehen. Der hat die Breivik-Manifeste gelesen und sonst was irgendwie, war halt eben auch in seinem sozialen Umfeld großenteils isoliert etc. pp. Also das sind alles Gründe, die dazu beitragen. So, sicherlich werden die Spiele dort auch geholfen haben, aber jetzt mal ganz im Ernst, mit dem richtigen Spiel ist im Zweifelsfall auch jeder bereit zu töten. Und dazu braucht es im Zweifelsfall vielleicht auch noch nicht mal unbedingt GTA. Wenn ich ein Spiel wie Quasimodo oder sonst was habe, für alle diejenigen, die das in der Retro Rampage gesehen haben, die wissen, wie ich da abgegangen bin. Das reicht dann unter Umständen auch schon. Meine Sozialisierungsmechanismen funktionieren an dieser Stelle halt eben dann doch noch eigentlich relativ gut, sodass ich da mal ein wenig auf die Spur zurück kann. Und ja, um dass ich halt eben nicht losziehe und als zähnefletschender Totengräber hier irgendwie ja, auf meine Mitmenschen einschlage, sei es mit Waffen, Äxten oder sonst was irgendwie. Das tut halt eben auch einfach nicht Not. Also ich bin schon der Meinung, dass das eine Sache ist, die einfach auch da anfängt, wo die Eltern ihre Kinder abholen. Und damit sind wir halt eben auch mal wieder bei der umgekehrten Situation. Ich bin Sohn eines, ich bin der Vater eines dreijährigen Kindes und ich bin der älteste Sohn von einem Vater. Kaum zu glauben, aber ja, ich wurde nicht auf diese Welt geschmissen. Auch wenn man das manchmal so denken könnte in der Art und Weise, wie ich spreche. Nein, mein Sprachzentrum ist vollkommen in Ordnung. Ich denke einfach immer nur an 8 Sachen gleichzeitig und versuche 4 zu erzählen. Deswegen verhaspel ich mich ganz gerne einfach mal meinen Gedankengängen. Aber das nur so als kleine Erklärung am Rande, die vollkommen nichts mit der Sache zu tun hat. Der Punkt ist der. Ich bin seinerzeit sehr liberal an die ganze Geschichte Computerspiele herangeführt worden. Was das im Einzelnen bedeutet, könnt ihr in der Retro Rampage sehen, weil da arbeite ich das ja momentan und auch in der Zukunft noch, das wird noch eine ganze Weile dauern, arbeite ich das ja alles auf. Erstmal nochmal ein Schlückchen. Okay, das ist die Kreditrate. Sehr schön. Das heißt, dass... Upsasa! Der ist mir hinten reingerauscht. Deswegen habe ich auch keinen Unfall provoziert. Sehr schön. Guck mal, da hinten fliegt ein Hubschrauber, ne? Ja, sehr cool. Warte mal, warte mal. Den. Yes. So, ja. Bin da sehr liberal rangeführt worden und, was halt eben sehr witzig an dieser Stelle ist, trotzdem, dass das alles so liberal war, hatten meine Eltern immer noch so ein bisschen so den Finger auf der ganzen Geschichte, haben mich aber auch großenteils gewähren lassen. Games, die für damalige Verhältnisse einfach wirklich überbordend brutal gewesen sind. Das ist natürlich im heutigen Kontext, ist das alles Killefits. Aber für damalige Verhältnisse waren halt eben Games wie Barbarian, Operation Wolf und Konsorten wirklich einfach richtig übel brutal. Und das ist halt eben eine Sache, die meine Eltern mit mir diskutiert haben. Sie haben mir das nicht einfach verboten oder sonst was irgendwie, sondern wir haben darüber gesprochen. Und wenn ich so sehe, wie zum Beispiel, wie es bei World of Nerds war, als ich noch da war, da kam am Tag locker 20 bis 30... Sorry, wenn ich diese Bezeichnung gebrauche. Ich finde sie eigentlich immer total nervig. Aber es ist nun mal so wirklich Kiddies. 12, 13 Jahre alt. Die COD spielen, die Counter-Strike spielen. Sonstige Geschichten. Wirklich, also das gesamte Shooter-Arsenal durch die Bank weg. Das sind Games, die sind ab, ich glaube 18 sogar. Nicht 16, sondern 18. Und die sitzen da mit 12, 13 und haben diese Games zu Hause. Und sie spielen sie wie die Bekloppten. Und da sage ich ganz ehrlich... Was ist da jetzt erstmal schiefgelaufen? Ich will ja gar nicht sagen, dass man im Zweifelsfall einem Menschen nicht solche Spiele auch schon früher zumuten kann. Man muss nicht, aber man kann. So, ich weiß noch sehr genau, dass mein jüngster Bruder definitiv nicht 18 war, als er das erste Mal Resident Evil in den Fingern hatte. Ich meine, mich hat dieses Spiel niemals so richtig begeistert. Er fand das... eigentlich ganz toll. Und... schön. Und, meine Eltern haben das durchgehen lassen.
So, ich sag's mal so, ich würde, glaube ich, ein bisschen bedröppelt reagieren, wenn der Kleine irgendwie der Meinung wäre, er müsse jetzt halt... Er müsse da jetzt irgendwie den aktuellen Resident Evil Teil oder irgendwie sowas spielen. Da würde ich höchstwahrscheinlich Nein sagen. Ich mal abgesehen davon, mit 3 hat er da sowieso nichts verloren. Und würde mir auch erstmal die Frage stellen, passt das irgendwie? Ist das überhaupt sinnvoll in irgendeiner Art und Weise? Weil... Ich sag's mal so, das mag jetzt letzten Endes auch mit daran liegen, dass es einfach die Konstellation war, die unglücklich war. Also die Stimmung zwischen meinen beiden Brüdern und mir, die war schon teilweise doch recht aggressiv auch, nicht selten. Gut, nun haben wir sehr beengt gelebt, das ist halt eben so. Aber ich will das halt eben auch nicht entschuldigen. Die Frage ist halt eben, wurde das durch solche Games befördert? Nun war ich nie der Counter-Strike-Spieler, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Meine beiden Brüder auch nicht, also wir haben nie so wirklich in der Shooter-Sektion rumgewühlt. Wir hatten zwar das eine oder andere Spiel, das da sicherlich auch nicht unbedingt jetzt so der Hammer war, aber diese ganzen Shooter, die auf realistischen Szenarien beruhen, haben wir eigentlich nie gespielt. Also Half-Life, Quake, solche Sachen habe ich gezockt, Unreal Tournament, aber halt eben die gesamte COD-Reihe oder sonst was irgendwie. Battlefield 42 war, glaube ich, das war der letzte Shooter, den ich gespielt habe. Also von dieser Machart, sag ich jetzt mal. Ne? Ja. Das ist nun mal so. Also, da bin ich schon der Meinung, dass das eine zweiseitige Sache ist. Und jetzt kommt's ja eigentlich. Wenn ich dann jetzt so eine Horde Kinder sehe, muss man ja jetzt mal leider mal so sagen, die sich auf dieser Plattform rumtummelt und dort ganz offen propagiert, dass sie Spiele spielt, die eigentlich gar nicht mal für ihr Alter freigegeben sind. Da frage ich mich doch, was läuft da falsch? Ja? Also, da muss ich dann auch ganz ehrlich gestehen, häge ich zumindest ein gewisses Grundverständnis, vorsichtig, ich sage nicht, dass ich dort auf einmal zustimme. Es geht mir nur darum, verstehe, woher auf einmal so ein Regulierungswahn kommt. Ne? Es wird ja auch immer gerne von Bevormundungspolitik und so weiter gesprochen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch kein Fan davon, weil ich bin durchaus so erzogen worden, dass ich halt eben mich selbstkritisch mit meiner Umwelt auseinandersetze und mit dem, was ich tue. Ja, funktioniert nicht immer so ganz, das merkt ihr auch hier, aber es ist halt eben für mich nicht in irgendeiner Art und Weise ein Selbstgänger, dass ich halt eben entsprechend einfach so unreflektiert für mich in den Tag hineinlebe. Das funktioniert nicht. Eigentlich bin ich jemand, der fast alles, was in irgendeiner Art und Weise auf ihn einprasselt, einer kritischen Prüfung unterziehe. Das ist nun mal so. Hoppsala. Nun denn, wieder zurück. Hier wird auch nochmal verengt. Schade. Okay. So. Also das ist, wie gesagt, eine Sache. Da bin ich halt eben am Überlegen, woher kommt überhaupt diese Bevormundungspolitik? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich solche Sachen sehe, dann verstehe ich das sogar zu einem Stück weit. Weil anscheinend, auch wenn ich der Meinung bin, dass hier eigentlich die Politik nichts verloren hat, verstehe ich doch an dieser Stelle, warum sie das möchte, weil es zumindest den Eindruck gibt, dass das notwendig ist. So, da muss man dann aber auch so konsequent sein und müsste dann aber halt eben auch entsprechend bei Themen wie Alkohol und auch mit dem Rauchen, aber da verdient er, beim verdient der Staat ja doch relativ gut, da müsste man eigentlich ran. Meiner Meinung nach, denn auch hier zeigt sich ja eigentlich ganz eindeutig, nein, auch da gibt es keine wirklich saubere Grenze mehr, so etwas dann halt eben entsprechend selbstreflektiert vernünftig von Jugendlichen fernzuhalten und dafür halt eben entsprechend die Eltern in die Pflicht zu nehmen, in der sie da sind. Ich meine, mittlerweile hört man ja nichts mehr so von diesen Komasaufgelagen, die ja noch so vor, ich weiß nicht, 5-6 Jahren, glaube ich, tierische Mode gewesen sind. Oder es ist einfach nur nicht mehr spannend, deswegen redet keiner mehr darüber. Das kann natürlich auch sein. Nichtsdestotrotz
war das halt eben auch so eine Situation, ja. Und wenn ich dann halt eben diese Kinder sehe, die dort einfach auf diese Spiele losgelassen werden und die da mit einem Ton um die Ecke kommen, da rollen sich mir die Fußnägel hoch und ich will mir jetzt diesen Windpark angucken. Sehr geil. Oh, ich liebe das. Das ist der Hammer. Klasse. Oh, guck mal, da fährt ein Zug. Ah, ich glaube, das wird mein Screenshot heute. Und diese Kinder gehen mit einer hochgradig aggressiven Art und Weise auf andere Leute los. Das ist teilweise schon gar nicht mehr feierlich. Also da wird halt eben auf allerübelste Art und Weise niedergemacht, beleidigt, angeschrien. Und ich bin ja nun wirklich niemand, der sich in irgendeiner Art und Weise schnell beleidigt fühlt. Und das ist ja eine Sache, die sich dann halt eben auch nicht nur auf World of Nerds abspielt. Da ist halt eben der Vorteil tatsächlich dabei, dass man sieht, wie alt der Gegenüber ist. Aber ich meine, man braucht hier nur bei einschlägigen Videos dann halt dementsprechend auch mal in die YouTube-Kommentare zu gucken. Das ist unglaublich. Und da bin ich halt eben auch am Überlegen, so, ja, was machst du jetzt, wenn dein Lütter mit 12 Jahren auf einmal ankommt und sagt, er will Battlefield was auch immer spielen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt würde ich da ihm halt eben auf die Schulter klopfen und sagen, ja, dann wart mal noch 6 Jahre. Weil das ist echt unglaublich. Also, wie Kinder anscheinend heutzutage damit alleine gelassen werden. Und das sind nicht wenige. Nun gut, nun weiß ich natürlich nicht, das ist ja immer nur so ein unrepräsentativer Ausschnitt, den man in so einem Moment hat, ob man das so verallgemeinern kann oder nicht. Komme ich da noch rüber? Naja, ich fahre jetzt 57, komm, lass. Der fährt eigentlich auch schnurgerade vor mir her. Ja. Ah, das geht schon. Das geht schon. Ja, aber das ist halt eben genau das Problem. Und da bin ich dann eigentlich auch ganz froh, dass nicht miteinander geredet wird. Weil wenn diese Leute mit Politikern reden würden, das wäre ja, oh mein Gott. Ne? Also man müsste da schon, es gibt ja einen Verein, glaube ich, der dort entsprechend versucht, diese Killerspieldebatte immer, wenn sie dann aufflammt, dann halt eben sachlich zu begleiten. Und das ist auch gut so, aber die werden halt eben dummerweise nicht so wirklich gehört. Leute, warum überholt ihr mich alle rechts? Lasst mich doch einfach mal wieder rein. Dann würde ich beikommen und euch dann da die linke Spur frei machen. Dann müssen wir nicht so ein Slalom hier veranstalten. So. Unglaublich. So, es ist 17 Uhr und irgendwas. Alles klar. Gut. Ja, also das ist halt eben so die Sache. Und ich würde es schon gerne sehen, dass diese Debatte sachlicher geführt wird, so wie viele andere auch, weil heutzutage scheint es ja kaum noch möglich, Debatten sachlich zu führen in Zeiten der AfD. Da geht es halt eben wirklich nur darum, den Knalleffekt zu haben, den Emotionspunkt zu setzen. Also das, was ich mal über Social Medialisierung der Kommunikation gesagt habe, gilt eigentlich auch für die Politik. Gut, die Politik ist ja nun in nicht unwesentlichen Teilen Kommunikation, aber verliere ich da das Speiseeis oder was ist da hinten? Egal. Also das, was ich über die Social Mediaisierung der Kommunikation gesagt habe, gilt genauso für die Politik. Ich meine, Politik ist Kommunikation, aber das ist halt eben eine Nummer, die man eigentlich in irgendeiner Art und Weise auch anders handeln könnte, wenn man sich dann halt entsprechend auch anstrengen würde, was aber nicht passiert. Und das ist, wie ich finde, eigentlich geradezu nervig, weil halt eben auch dann wieder so Sachen wie das Zugangserschwerungsgesetz und sonstige Geschichten, das sind immer wieder so Nummern, da wird dann erstmal schnell draufgehauen, weil damit kann man dann gut punkten bei gewissen Gruppierungen, aber
unser Eins sitzt dann da und denkt sich dann halt eben auch wirklich so, sag mal Leute, was soll denn das? Warum tut ihr das? Ja, das ist doch vollkommener Humbug. Ach, na komm schon, roll noch ein bisschen. Ach, Mann. Ja, fahr. Ah, wieder ein toller Trip heute hier, da gibt's ja nicht. Naja, macht ja nichts. So, wo müssen wir hin? Hier? Ah, da vorne. Habe ich mir doch gedacht. Ah, Mist. Warte. Ja, geh weg da. Ah. Nee, ich kann nicht. Nicht so. Warte, das machen wir anders. Komm. Oh oh. So, und zwar, wenn ich das richtig sehe, können wir darauf fahren, oder? Ja, das sieht gut aus. Ach komm schon. Ja, also ich würde diese Debatte, um das jetzt einmal kurz zum Ende zu bringen, bevor wir hier endgültig in Chaos abdriften, ich würde sie gerne wieder sachlich diskutiert sehen, wie so viele andere Debatten heutzutage auch, was anscheinend ganz schön knapp war. Ach, Quatsch. So, also da wäre ich sehr dafür, wenn wir da endlich wieder zu einer gewissen Grundsachlichkeit zurückkämen. Aber das ist nicht gewünscht mehr heutzutage, aus diversesten Gründen anscheinend. Und ich finde das sehr nervtötend. Und zwar nicht nur in Bezug auf die digitalen Themen, die mir ja nun aus naheliegenden Gründen sehr am Herzen liegen. Nee, da gibt's diverseste Gründe, die da eine Rolle spielen. Und jetzt müssen wir mal sehen, dass wir hier reinkommen. Und das wäre mir wirklich sehr wichtig. So, und halt eben, dass es nicht immer wieder dazu kommt, dass solche Themen gefunden und gefressen werden. Oh.
So. Sehr gut. Also mir würde es reichen, wenn wir da halt eben nicht mehr so wirklich wie die Verrückten diese Themen ausschlachten würden. Das ist einfach nur eine Nummer... Ach, nur gute Arbeit. Wahrscheinlich doch irgendwelche Schäden. Ja. Ah. Level 11. Ja, da wäre ich sehr dafür, wenn sich das ein wenig ändern täte. Ich fürchte nur, das wird nicht so sein. Aha. Ehrenberg ist wirklich echt nur so ein kleines, verschlafenes, versifftes Kaff. Aber da haben wir tatsächlich was. Wir würden nach Redding oder Sacramento. Das sind beides. Okay. Jetzt sind aus Phoenix nach Eli. Tucson. Nein. Moment, was? Warburg nach Eli. Ah, der zeigt... Hä? Nürnberg? Kein Pferde? Ah, okay. Ich kann noch nicht Phoenix anwählen, weil ich noch hier Phoenix war. Okay. Na dann. Machen wir das doch mal so. Versandort. Page, Pioche, Prim. Ach, guck mal, ich krieg auch noch gar keine Aufträge aus Phoenix, weil ich noch nicht da war. Na gut, dann müssen wir doch hier nach Ehrenberg gehen und gucken, was wir da haben. Da fahren wir den ganzen Weg wieder zurück, ne? Keine wirklich tolle Strecke, aber die werden wir dann beim nächsten Mal fahren. Jetzt werden wir uns den Container holen dafür. Ja, aber das Thema ist halt eben wirklich wesentlich diffiziler, als so mancher halt eben gerne bereit ist zuzugeben. Und ich finde es dann halt eben auch einfach total ungerechtfertigt, wenn man solche Themen dann auf dem Altar des Populismus opfert. Da gibt es ja dann halt eben immer auch die üblichen Schreier, die dann immer wieder kommen. Und das ist eine Sache, die nervt mich mittlerweile wirklich echt nur noch an. Das kann doch eigentlich nicht sein. Und das sage ich ganz ehrlich, dass diese Nummer immer wieder aufs Neue hochgekaut wird. Also lasst es bitte. Und außerdem bin ich der Meinung, dass sich auch diejenigen, die es betrifft, ne, liebe Spieler, vielleicht auch mal überlegen sollten, ob man da nicht vielleicht irgendwie mal mit einem wenig anderen Auftreten, ein bisschen mehr Höflichkeit, ein bisschen mehr Zurückhaltung etc. pp. Versucht, sich anders zu präsentieren. Weil mal ganz im Ernst, wenn ich Leute anschreie, bepöble, mobbe und sonst was irgendwie, ja? Welchen Eindruck erwecke ich dann wohl bei meinem Gegenüber? Den eines seriösen Gesprächspartners? Ganz sicher nicht. Und das ist dann halt eben immer so der Punkt, wo ich dann so sag, wie kommen wir jetzt am Ende des Tages aus der Nummer raus? Ich fürchte ja eigentlich fast gar nicht. Das Problem ist, ouch, dass die Gamer an dieser Stelle nicht unbedingt an dem längeren Hebel sitzen. Und ich glaube auch, der Branchenverband hat da relativ wenig lobbyistische Macht. Und das ist halt, ja, auch nicht weiter verwunderlich, denn, mal ganz im Ernst, was für Leute vertreten die? Ja. Okay, dann geht's in der nächsten Runde zurück. Wir sollten aber auf jeden Fall noch tanken. Und das werden wir gleich mal tun. Huch,
Na nö. Weil jetzt mal ganz im Ernst, ich kann's doch auch. Und das kann doch nicht nur der Grund sein, dass ich mittlerweile fast 40 bin. Es muss doch durchaus möglich sein, sich mal vernünftig miteinander zu unterhalten. Oder? Und vielleicht auch mal, sich anders zu präsentieren als der unreife, als das unreife Kellerkind. So, das muss doch gehen. Und mit diesen Worten entlasse ich euch in die Nacht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.